So, da sind wir wieder. Mitten im Kampf. Genau. Ja, wir sind jetzt kurz vor unserem, ich glaube, es ist auch der erste, ich glaube, der erste Endgegnerkampf, oder Zwischengegner, gegen, verdammt, wie heißt der jetzt noch? Naja, irgend so ein, fliegender Fuchs. Der ist so ein bisschen Banane und der schickt jetzt gerade mal unsere Schergen so auf uns. Genau. Ja. Ich mutze hier ein bisschen mit dem dicken Schwert rum. Ja, das ist sehr eindrucksvoll. Was? Ja, übrigens, wenn die Gegner so leuchten, vorwiegend blau jetzt hier noch, das hat nichts anderes zu bedeuten, als dass ihr euch auf den Angriff vorbereiten könnt und mit einem passenden Tastendruck, wie ihr das gerade macht, direkt kontern könnt. Später ändern die aber noch ihre Farbe, so in Orange, dann könnt ihr das nur mit der schweren Angriffskraft. Ups, ich glaube, ich habe den gerade abgestochen. Ja, ist ja egal, ihr müsst ja abstechen. Also, ja, ihr könnt in jedem Level so, solche Ohren finden, die laden eure Energie wieder auf. Und ihr kriegt Punkte, mit dem ihr hier Making-ofs und alles mögliche freischaltet. Ja, diese Leuchten. Was da oben ist, fliegen. Ein toter Sohn! Aber du bist voller Geist! Du bist voller Leidenschaft! Ja, man kann auch ziemlich jedes Objekt aufheben. Ja. Und jetzt schmeißen wir hier die Gegner mit Müll. Ja, hier, wie ihr gerade sagt, rote Aura, da kann man den Angriff nicht erklären. Ja, genau, das ist nämlich so, dass wenn ihr da oben neben der Energieanzeige oder in der Energieanzeige diese drei Punkte habt, dann könnt ihr immer so eine Spezialattacke machen. Der blockt die ganze Zeit, ne? Ja, das ist ja so ein Super-Vieh. Kontant. Der hat gerade orange beleuchtet. Ich weiß. Du kannst halt nur mit den schweren Angriffen deutlich da besser aus. Zum Beispiel noch ein Schwert aufgehoben und platsch. Ja. Und werf ihn einfach damit ab. Oder? Das ist jetzt nicht wirklich zu. Ja, halt mal gedrückt. Ja, genau. Und in diesem Modus könnte man ihn jetzt mit dem Six Axis stellen. Ja, ich zeig das nochmal. Das war so ohne. Flatsch. Die fliegen auch schon mal gut, wenn man die in einem perfekten Winkel wirft. Ja. Und titschen so richtig durch die Gegend. Da oben ist er gerade runtergekommen. Ihr seht? Ja, jetzt kämpfen wir nämlich gegen den Fuchs. Und der ist gar nicht so schwer. Aber man muss auch dazu sagen, bei Heavenly Swords hat man Quick Time Event schon mal echt weh. Gerade mal Durchschnitt. Du kannst viel mehr als das, Nariko. Du brauchst mehr Zeit. Ja, und damit ist der Kampf zu Ende. Ja, und das war's auch jetzt schon für uns. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Was wir natürlich noch nicht verraten, was es sein wird. Weil wir es selber noch nicht wissen. Genau. Tschüss. Tschüss.